Hallo und herzlich willkommen auf der Onze Hills Map. Heute mal wieder mit mir alleine. Ihr habt euch ja schon fast dran gewöhnt, befürchte ich. Ich habe auch gemerkt, ich glaube, einige finden das gar nicht so gut, muss ich mal zugeben. Also Daniel, komm bitte bald wieder. Wir vermissen dich hier auf jeden Fall ganz doll. Das merke ich irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, manche finden es auch ganz erfrischend, aber so langsam wäre es halt doch schön, wenn Daniel wieder den Weg zu uns findet. Oh, mir ist gerade aufgefallen, das wollte ich eigentlich schon vor der Aufnahme machen. Der Fendt hat nämlich so ein kleines Problem. Und zwar ist da die Wartung überfällig. Und zwar so richtig. Also der... Geht's jetzt? Also der läuft echt miserabel gerade. Ja, aber der Fendt, das ist ja auch unser kleiner Stundenkracher hier. Mit knapp 30 Arbeitsstunden runter, also Ingame-Arbeitsstunden. Ist das ja auch schon ein bisschen Kilometer, die der gemacht hat, ne? Und dementsprechend darf der ja auch mal ausgehen. Wir werden den mal eben reparieren. Und dann geht's nämlich auch schon weiter. Wir müssen unseren Drescher abfahren. Wir müssen eine Ladung Stroh einsammeln. Und machen somit eigentlich da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Oh, ein Tausender, das tut immer weh. Das sind so Kosten, mit denen man manchmal nicht so rechnet, dass die dann doch fällig sind. Aber die man doch, dann halt doch... auf einmal machen muss. Ist ja beim Auto ähnlich, ne? Auf einmal kommt die Inspektion oder Ölwechsel und hast du nicht gesehen, sind ein paar hundert Euro weg und, ja. Ärgerlich ist es. Aber, ne? Wer fahren möchte, der muss halt auch zahlen. So einfach ist das Spiel. Ist ja hier im Landwirtschaftssimulator nichts anderes. Ja, heute kam ein Video raus. Ich hatte das gar nicht so sehr auf dem Schirm. Heute ist der 14.04. Und heute kam das Video raus. 10 Jahre lang Giants. 10 Jahre Landwirtschaftssimulator. Vor ziemlich genau 10 Jahren kam der Landwirtschaftssimulator 2008 raus. Ich glaube zwar erst im August, aber ich muss da nochmal nachschauen. Also meines Erachtens nach war das Release-Datum irgendwie Ende August. Aber, ja... Mal schauen. Ich wollte nochmal nachsehen. Ich werde irgendwann, glaube ich, auch nochmal irgendwas dazu machen zu dem Thema, wie sich das Spiel entwickelt hat und so. Aber ich muss mal schauen. Ich denke mal, also ich habe da so ein bisschen eigene Vorstellungen. Mit Daniel habe ich da auch mal drüber geredet. Von uns wird irgendwas Besonderes kommen zu diesem 10-jährigen Jubiläum. Weil man muss ja echt sagen, so wir auch oder... Jetzt gerade bei mir als LS8-Spieler damals, LS9-Spieler 11, 13, 15, 17 und ja, hat man so viele tausende Stunden, muss man echt sagen, in den letzten Jahren in diesem Spiel verbracht, in den letzten 10 Jahren, dass es schon irgendwie was Schönes ist, so ein Geburtstag. Also ich wünsche dem Landwirtschaftssimulator quasi auch alles Gute. Und das mal so zu sagen, ich habe glaube ich noch nie, keine Ahnung, macht man das überhaupt so im Spiel gratulieren? Ist das erste Mal für mich, sorry. Da bin ich noch unerfahren. Auf jeden Fall wollen wir hier mal eben abtanken. Dann können wir hier ein bisschen Stroh einsammeln und dann sind so unsere Kühe auch bald wieder glücklich, hoffe ich. Ja, also es ist schon einfach krass, was aus dem Spiel geworden ist. Darum wird es dann auch so ein bisschen gehen, was Daniel... und ich uns überlegt haben. Wir werden dann sehen, wann wir das Ganze machen. Ich glaube aber nicht in nächster Zeit. Aber irgendwie eine kleine besondere Sache haben wir da sicher vor. So ganz hundertprozentig, wie die aussieht, weiß ich auch noch nicht. Ich hatte zwei, drei Ideen. Wir haben vor einem halben Jahr oder so schon drüber geredet, Daniel und ich. Das war, glaube ich, schon... Boah, letzten Herbst haben wir da mal drüber geredet, dass der LS ja 10 Jahre alt wird und man da auf jeden Fall mal irgendwas Besonderes machen muss. Ich persönlich habe auch wieder vor, das kann ich jetzt einfach mal spoilern, das werden wahrscheinlich viele Leute machen auf YouTube. Ich habe auf jeden Fall vor, ab Sommer so, quasi wenn meine Ferien vorbei sind, wieder Richtung Retro in Anführungsstrichen Let's Play zu gehen, Landwirtschaft Simulator 2008 zu spielen für eine Woche oder so oder vielleicht auch nur ein, zwei Livestreams, dann ein, zwei Livestreams LS8 und LS9 und so, LS11, 13, dass man mal wieder die Sachen so durchnimmt. Ich weiß, das habe ich auch schon häufiger gemacht in den letzten Jahren mittlerweile. Es ist auch einfach heftig, ne? Also am schlimmsten finde ich ja, wenn ich jetzt den Landwirtschaftssimulator 2013 spiele, weil der 13er ist für mich immer noch, der kommt mir immer noch nicht alt vor. Es ist eigentlich auch schon 4 Jahre her mittlerweile, aber der kommt mir nicht alt vor. Und das ist das große Problem, was ich so ein bisschen damit habe. Ich weiß nämlich irgendwie dann gar nicht, was ich sagen soll. So. Der Landwirtschaftssimulator 2013 war einfach noch
für mich persönlich die Hochphase. Es lag nicht nur am Spiel, das lag auch an den Mods, die rauskamen, an dem ganzen Drumherum, an den Leuten, die mitgespielt haben, vor allen Dingen an neuen Freundschaften, die ich in der Zeit gefunden habe, die sich jetzt auch noch teilweise nach 5 oder 6 Jahren bewährt haben, sag ich mal. Wenn ich an den Nico denke zum Beispiel und an vielen weiteren Leuten auf dem TS und so weiter. Viele davon kennt ihr in den Aufnahmen, die uns immer wieder über die Jahre besucht haben. Arctic zum Beispiel, unseren Steinchen. Mittlerweile würde ich auch Daniel dazu zählen. Markus. Ja, ich habe viele Leute kennengelernt, das muss man wirklich sagen, in diesen Jahren. Und der Landwirtschaftssimulator hat da, denke ich, einen riesigen Anteil dran, dass das alles so gekommen ist. Vielleicht nicht so, ich sag mal, es ist bestimmt nicht der einzige Grund, aber ja, obwohl, ohne den Landwirtschaftssimulator hätte ich eine Menge Leute nicht kennengelernt. Also, ja, Daniel ist zum Beispiel das beste Beispiel. Wir haben uns ja auf der FarmCon kennengelernt. Gäbe es die FarmCon nicht, beziehungsweise gäbe es den LS nicht, gäbe es die FarmCon nicht, wir hätten uns nie kennengelernt. Und so Geschichten. Ich würde auch sicherlich, ich glaube, ich wäre jetzt schon komplett anders, würde ich mal sagen. Vielleicht hätte ich nach einem Jahr oder so auf YouTube auch keinen Bock mehr gehabt mit Minecraft und Rennspielen, was ich damals noch hauptsächlich gemacht habe, und hätte gesagt, ah, ne, lass mich mal in Ruhe hier. Ich habe da gar nicht mehr so viel Lust drauf auf YouTube. Aber dadurch, dass ich beim Landwirtschaftssimulator geblieben bin, der mir nach wie vor viel Spaß macht, hat sich das Ganze einfach zu dem entwickelt, was daraus geworden ist. Also auch, ich habe mich ja durchaus weiterentwickelt. Ich weiß, viele meinen manchmal, boah, du bist früher so realistisch gefahren und heute gar nicht mehr. Ich glaube, richtig realistisch bin ich nie gefahren. Es gibt immer mal Phasen, wo ich mich mehr angestrengt habe, realistisch zu spielen, und welche, wo ich mich weniger angestrengt habe. Was ich aber normalerweise nie tue, sind so ganz krasse Sachen, einfach mal quer durch ein Feld fahren oder sowas. Klar, Vorgewende nicht so machen, wie es jemanden passt, beziehungsweise weglassen das Vorgewende, das mache ich schon häufig. Ich versuche auch immer ein Vorgewende, also ich versuche selber schon häufiger mal dran zu denken, aber dann gehen die Theorien wieder auseinander, ne? Machst du 2 Bahnen, 3 Bahnen, 4 Bahnen Vorgewende und ja, wie genau fährst du das Vorgewende? Da hat jeder dann auch wieder eine eigene Vorstellung, so wie man das vielleicht bei ihm zu Hause mit seinem Gerät macht. Ich mache es auch immer so ein bisschen vom Gerät her abhängig, von den Arbeitsbreiten, von der Wendigkeit vom Drescher und so weiter. Naja, also ganz recht kann man es ja sowieso nicht allen machen, aber ich gebe mir schon durchaus Mühe, manchmal realistischer zu spielen. Aber ich habe auch selber nicht den Anspruch daran, dass das hier hardcore realistisch ist. Es ist halt so realistisch, wie es mir gerade Spaß macht. Das bedeutet aber zum Beispiel gerätetechnisch oder auch bei so Sachen wie PS für die Maschine, da achte ich eigentlich schon drauf, dass wir jetzt nicht einen 6 Meter Grubber mit 90 PS fahren und so. Mittlerweile muss man ja auch sagen, der LS gibt das ja selber auch so vor, dass das alles nicht mehr so wirklich so geht. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich finde, das war noch hoch. Also gerade so der Klassiker war ja eigentlich im LS13, gab es ja diesen Bührer, den gelben. Den gab es ja auch noch im 15er. Aber das war so ein Gerät, der hatte 140 PS oder so, 130 PS. Und der hat so gefühlt alles gezogen mit dieser Leistung. Damit konnte man echt gefühlt einfach alles machen. Obwohl das Ding ja jetzt, wenn man ehrlich ist, gar nicht viel konnte. Ja, das muss auf jeden Fall reichen hier. Wir haben jetzt quasi erstmal den Grundeintrag gebracht in den Stall. Wir haben jetzt hier erstmal 20 Kubikmeter drin, ungefähr. Ich werde den Rest erstmal in die Scheune stellen, würde ich sagen. Und dann werde ich wieder zurück zum Feld fahren. Werden wir weiter dreschen. So, den Rest vom Feld werden wir jetzt auch pressen. Das ist dann das nächste, was kommt. So. Bin mir gerade gar nicht so sicher, wo wir halt denn. Achso, ich habe jetzt die Drehschirme rübergebracht, deshalb steht der Krampe hier so rum. Habe ich hier die Presse stehen oder steht die hinten? Ah, doch, die steht hinten. Alles klar. So. Wollen wir mal los. Ach, ich kriege immer Ärger im Livestream, wenn ich Licht anlasse. So, jetzt habe ich es ausgemacht. Für alle Leute, die sich immer beschweren. Wegen euch habe ich dran gedacht, also hat das was gebracht. Jojo, Mensch, diese Brücke hier ist auch so ein bisschen ein kleines Markenzeichen von der On the Hills, ne? Ist auch eigentlich recht schön, aber man fährt tatsächlich sehr, sehr selten drüber.
in unserem Fall fahren wir eigentlich zu 99% nur drunter her. Oh, die Wiese kam schon wieder komplett, ne? Die ist eigentlich schon wieder ready. Ich frage mich, warum hier... Ich habe ganz vergessen, den wiederzuholen oder wie? Also ich bin ein bisschen verwirrt, weil Ballen aufgesammelt habe ich hier ja, aber den Case habe ich hier stehen lassen? Ist irgendwie untypisch, oder? Mache ich doch normalerweise... Mache ich doch so Späßchen nicht. Naja. Gut. Dann wollen wir mal mit dem Case rüber zu unserem Feld. Und dann geht es erstmal rein in den Drescher. Ich hoffe, dass... Ja, also ich denke mal, frühestens Dienstagabend kann ich mit Daniel wieder aufnehmen. Jetzt war mir erstmal wichtig, für den Sonntag eine Folge zu machen. Sonntag oder morgen soll ja auch noch relativ gutes Wetter sein hier bei uns. Bei uns ist gerade generell, also ich habe gerade Samstagnachmittag. Ehrlich gesagt wäre ich hier gerne draußen, aber ich dachte mir, ne, du musst hier mal dafür sorgen, dass deine Jungs am Sonntag was zu schauen haben. Weil... Es ist richtig geil draußen. Wir haben über 20 Grad. Der Frühling, der Sommer, es fährt so langsam an. Das habe ich wieso richtig gerne. Ich mag das auch. Ich bin gar nicht so... Also ich bin schon der Freund von gutem Wetter und ich bin dann auch gerne draußen. Aber so, ich sag mal, ab 25 Grad und so, so, irgendwann ist es mir zu warm. Ich habe dann lieber eher so wie im Frühling halt viel Sonne, aber am besten noch kühler. Ne? Am besten also sogar so... Ich finde das auch gar nicht schlecht manchmal so im Winter oder so, wenn man 10 Grad draußen hat und die Sonne richtig ballert, aber es ist halt dann nicht heiß, ne? Das, obwohl in der Sonne ist es sogar dann manchmal sehr warm, ne? Wenn es überhaupt nicht bewölkt ist und so. Ja. Ne, man kann auch stundenlang übers Wetter reden. Ja. Also Stroh haben wir dann erstmal für die nächste Zeit genug. Muss gleich auch mal schauen und können jetzt mal auf 11 Uhr vorspulen. Dann sollte ja theoretisch die, dann sollten die Tiere ja einmal durchaktualisieren. Und dann können wir mal schauen, wie viel Produktivität wir jetzt bei den Kühen haben. 72% Produktivität. Ja, Gras müssen wir machen und dann können wir als nächstes Kraftfutter machen. Das finde ich schick, auf jeden Fall. Ich werde nochmal eine Stunde weiterspulen. Ich weiß nicht, ob die Anzeige noch ein bisschen hochgehen könnte bei den Kühen. Müsste eigentlich, oder? 72%. Weil Gras haben die ja noch. Ist ja nicht so, dass das ganz leer sind. Oder bringt die Kraftfuttermischung jetzt quasi 28%. Dann wird es ja wieder Sinn machen. Oh, gerade haut aber auch die BGA ganz schön rein, ne? Müssen nachher nochmal zu BGA fahren. Obwohl, ich glaube, ich hatte die aufgefüllt am Ende. So, dann spulen wir nochmal 12 Uhr für Gerste. Warte mal, wir haben 4 Gerste angebaut, ne? Das ist jetzt aber auch nicht schlecht. Gerste, oh, wir haben gar nichts im Lager. Brauerei, der Preis ist aber extrem stark. Also wenn wir jetzt Gerste ernten, dann sollten wir das auf allen Feldern tun und direkt das Ganze abverkaufen. Da kriegen wir dann auch mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ich möchte euch auch mal wieder bitten, gerade, wir haben ja hier viele Leute, die das schon echt toll machen. Ich möchte euch mal wieder bitten, ein paar Themenvorschläge zu senden. Verschiedenste Sachen, ihr könnt uns gerne alles Mögliche eigentlich fragen, alle möglichen Themen. Es ist natürlich immer schön, wenn man Themen hat, wo man so die Meinung oder wo man wirklich so ein bisschen so Laberthemen hat, also worüber man wirklich länger reden kann. Also es gibt ja manchmal so, ich nenne es ja mal Ja- oder Nein-Fragen. Die Sachen können wir natürlich auch mal dann eben anreißen, haben wir auch in letzter Zeit gemacht. Aber es ist halt am schönsten, wenn ihr uns so ein bisschen einen Vorschlag gibt, wozu man sich Gedanken machen kann. Das zum Beispiel diese Geschichte, was haltet ihr davon, wenn man wirklich mit Pferden anfangen müsste und ohne Maschinen oder sowas. Da können wir dann wunderbar unsere Meinung zu sagen und auch sagen, wie wir uns das vorstellen. Am schönsten ist immer halt, wenn das wirklich Stoff ist. Wir hatten das ja auch teilweise schon, dass ein Thema für 2 oder 3 Folgen genug Material, also quasi genug Inhalt hatte, um darüber zu reden. Das finde ich immer besonders gut, wenn man da wirklich drüber diskutieren kann. Und im Optimalfall haben Daniel und ich dann vielleicht noch andere Ansichten zu dem Thema oder ergänzen uns. Das ist dann, finde ich, besonders gut von der Unterhaltung einfach her, von der Interessantheit her, der Unterhaltung. 73%, ja, die fahren langsam hoch, aber wir brauchen Kraftfutter. Kraftfutter bringt 30%, dann sind wir bei dem, was wir haben wollen. Güllegrube, Misthaufen, ja,
Stroh passt eigentlich. Größtes Problem ist gerade Gras. Achso, Güllegrube war wie viel drin? 37.000. Dann muss ich mit Daniel reden. Dann werden wir, denke ich, in der nächsten Aufnahme... Also so wie ich das verstehe, wird das ja dann quasi auch in den Bunker eingeleitet oder so. In die BGA irgendwo. Ich habe das noch nie gemacht bei der BGA Extension, diesen Gülle-Bonus benutzt. Und dann bekommen wir quasi mehr Gülle rein als raus, als wir reingepumpt haben. Mit der, naja, Gülle kann man ja nicht sagen, Gärreste raus, als wir dann an Gülle reingezahlt haben quasi in die BGA. Ja, aber ich würde sagen, das war's auch für heute. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, hier mit euch auf der On the Hills eine Folge zu bestreiten. Ich hoffe, dass sehr, sehr zukünftig, in sehr, sehr naher Zukunft, unser guter Freund der Daniel endlich wieder zustoßen kann. Boah, manchmal finde ich ja Shader schon echt geil, so wie jetzt. Also da macht es schon, finde ich, was her. Naja, dafür hat er aber auch genug Nachteile. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.